Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha De Jon, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Ah ja. Wie so ein gefallener Held, der von den Toten aufsteht. Ah, der überlebt das. Die schönen Karten. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Joa, was sind wir denn? Ah, und willkommen Puma. Puma, ich wollte dir noch was sagen. Hast du schon im New Game Plus losgelegt bei Dead Space? Weil ich hab da schon ein paar Kapitel gemacht und ich weiß jetzt, wo man die Quest startet, bezüglich des Master Levels. Das kann man ziemlich leicht übersehen. Also wenn du es eventuell wissen willst, wo man die Quest startet, mehr verrate ich nicht, aber wo man sie zumindest startet, dann würde ich dir das mitteilen. So, kriegerische und religiöse Nation. Versuchen das jetzt natürlich ein bisschen schneller abzuhandeln, damit wir uns nicht ewig in der Erstellung aufhalten. Okay, also er ist so eine Kriegerrasse. Gibt es nur Piraten, Söldner, gewiefte Händler, Schwerter und Dolche. Kampf auf der See, Schlösserkunde, Sinnesschärfe und Handeln. Überzeugung, Schmiedeskunst und Alchemie. Bannen, Alchemie. Gemmen, Schleifen. Ne. Überzeugung, Verstohlenheit. Okay, ne, ich glaube, ich spiele ein Varani, glaube ich. Das klingt eigentlich ganz gut. Schlösserkunde mag ich nämlich, Sinnesschärfe mag ich. Und wenn sie mit Schwerter und Dolch umgehen können, dann ist das doch genau eigentlich eine coole Sache, denke ich. Ich werde mal einen Herren spielen. So.
Okay, dann sage ich es dir, Puma. Und zwar nach Kapitel 4, also wirklich direkt nach Kapitel 4, schicken sie dich ja zur Krankenstation. Geh noch nicht zur Krankenstation, geh zurück zur Brücke, da wo der Kumpel war, in diesem kleinen Raum. Der wird dort nicht mehr da sein, aber da ist ein Computer und da startet man die Quest für das Master Level. Die ist auch ziemlich umfangreich, die Quest. Ja. Habe ich echt durch Zufall nur gefunden, war ich total happy. So. Gottes Feuerschutzgott, Schmiede, 6% Feuer, okay, Wasser, Krieg, Körperschaden, Rüstung, das klingt doch gut. Tod, Volltrefferchance, Unfrieden, Giftschaden, keine. Ich nehme den Gott des Tod, den Gott des Krieges. Tyrton, Körperschaden, Rüstung. Ist doch geil. So, okay. So. Genau da, wo man Hammond getroffen hat, ja. Ich bin nur aus Neugierde hingegangen, weil ich wissen wollte, ob er da noch ist. Und ja, umso größer war die Überraschung, dass dann da so ein Computer ist. So. Vorgabe. Ach, das sind ja tolle Vorgaben. Ja, nun, was haben wir denn da? Ja gut, jetzt kann man noch ein bisschen anpassen. Ich will jetzt da nicht so viel Zeit verschwenden. Wir haben doch keine Zeit. Noch irgendwas müssen wir halt schon aussehen. Ich will, ja. Das sieht man eh kaum. Als ob ich jetzt damit anfange. Okay, weil mit dem Bart können wir eigentlich schon was machen, ne? Also der Bart, ich will die Stoppeln nicht ändern, ich will den ganzen Bart ändern. Was ist denn das für ein Bart? Ich krieg den Bart nicht weg, Leute. Ich kann nur rumstoppeln. Ach. Gleich hier bei der Haare. Okay, Gesichtsbehaarung. Ah. Genau. Ah, es wird nicht besser, ne? Es wird nicht besser. Ja, okay, so ein Vollbart könnte ich mir noch genehmigen. Eieieiei. Oh, das ist schwierig, Leute, schwierig. Okay, Farbe wenigstens dunkel. Haarfarbe dunkel. Wenn es nach irgendwas aussieht. Ja, ich lasse das jetzt so. Schmuck. Ich wollte eine Halskette. Und nicht so ein Quatsch. Gut, dann kein Schmuck. Ich will nichts im Gesicht haben. Ja, dann nicht. So. Nein. Okay, sind wir durch? Ja, ich lasse das jetzt so. Hallo, Rion. Ein Varani. Muss wohl ein Söldner gewesen sein, den der Krieg hergeführt hat. War ja klar, wie das für ihn endet. Aber er ist in einem ziemlich guten Zustand. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Oh nein. Ich wollte groß machen. Ich habe falsche Taste gedrückt. Okay, alles klar. Groß auf R3 oder... Ah, ne, L2. Okay. Dann halt so.
reicht. Okay. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Ja, moin. Hatte ich so einen schwachen Puls? Ja, da kann man schon mal wach werden bei solchen Düften. Ja, und da spucken sie uns aus im wahrsten Sinne. Oh, das sieht aber schön aus. Ansonsten, ich glaube, ich kann da runterfallen. Okay. Das war in den ersten 10 Sekunden sterben. Okay, was kann ich denn alles? Nix, okay, hier ist eine Rolle. Okay, da passt. Ah ja, hier ist Verteidigen oder was? Wahrscheinlich. Eine Waffe habe ich halt noch nicht. Schlagen will er anscheinend nicht. Kann er nicht springen? Dann kann er nicht springen. Okay. Ich habe eine Map. Ja, ich kann auch sehr lange beim Charaktereditor verbringen, aber hier habe ich es jetzt sehr schnell abgehandelt, weil wir das ja nur zwei kleine Stündchen spielen. Wäre alles andere ja doof. Ansonsten lasse ich mir da auch gerne viel, viel Zeit. Ausweg finden. Ist ein bisschen duster hier, aber hier leuchtet was ziemlich Auffälliges. Geheimhaltung ist noch immer wichtig für uns. Aber die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Diese stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürften dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts den Ascherhaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht ihre ursprüngliche Körper waren. Ah ja, okay. Ist da noch was? Entsorgungsnotiz nehmen. Ach so. Obwohl ich die wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Wie sieht's denn aus inventartechnisch? Ah ja, hier ist die Map. Okay, damit kann man sich eventuell zurechtfinden. So. Leben, Schicksal, Mana, Tag 1. Ich bin ein Schicksalsloser. Ja, das kann eventuell auch gut sein. Inventar, 3 von 70. Das ist schon mal schlimm. Es ist limitiert, aber okay. Es ist großzügig limitiert. Waffen, Rüstungen, zerrissenes Hemd, zerschlissene Gamaschen, Accessoires, nichts. Konsumgut, nichts. Gegenstände, die dumme Notiz, die ich eigentlich gleich wieder wegschmeißen könnte, weil sie verbraucht Platz. Zu Plunder hinzufügen. Okay, verbraucht aber immer noch Platz. Plunder. Ja. Ja gut, ich lasse erstmal drin. Vielleicht kann ich es noch verkaufen. Für einen Groschen oder so. Okay. Warte mal, ich war noch nicht durch hier. Quests. Quest-Tagebuch enthält all deine Quests, wer jetzt gedacht. Ausweg finden, ja. Gruppierungen, Nebenquests, Aufgaben, okay. Fähigkeiten, ein schöner Skilltree. Das ist doch schön. Das ist der Macht, dann haben wir Raffinesse. Zauberkraft, 3 Skilltrees. Das schaue ich mir an, wenn ich mal Punkte habe. Dann gibt es Schicksale irgendwann, Techniken. Oh je.
Ja, verzögerter Angriff mit dem langen Schwert. Kometenschlag. Okay, ist schon mal nicht, gehört schon mal nicht zu meinen Lieblingskampf-Gameplay-Dinger, aber ich lasse mich trotzdem gern drauf ein. Mal abwarten. So, Status. Ja. Wissenssteine. Effekte. Statistiken. Okay. Karte ist klar. Option. Wir können jederzeit speichern anscheinend. Okay. Gut. Ja, es ist, ich weiß gar nicht genau. Also, das ist halt noch mal ein bisschen aufgehübscht für die PS4. Dann wird es wohl ursprünglich eine Generation früher erschienen sein, ne? Denke ich mal. Ah ja, ist hier. Rostiges Schwert. Das ist besser wie nix. Waffen. Rostiges Langschwert. 7 Körperschaden, 2 Durchbohrungsschaden. Macht wohl insgesamt 9. Geschwindigkeit Mittel. Hier geht's weiter. Dann zeig mal, wie du die Waffe schwingst. Ah ja. Okay, alles klar. Hier noch was. Was hatte ich Oh, shit. Ja gut, das hätte ich mir denken können, ne? Shit, wenn der jetzt noch was gehabt hat, dann... Tja, Pech, ne? Okay. Egal. Boah, was bebt denn hier so? Doch alles cool hier, oder? Naja. Okay. Da draußen wütet ein Krieg. Vielleicht deswegen. Sie sind überall. Lauft! Was macht ihr denn hier? Flieht, Kinder des Staubs! Flieht vor der Macht der Tuata! Ah ja. Ich sollte vielleicht einschreiten, aber... Kann ich gar nicht. Nee. Nicht runterfallen. Lass ich lieber. Auf der Map sehe ich das auch nicht. Alles, was du zu Plunder tust, kannst du im nächsten Laden schneller verkaufen. Ah ja, dann so ein typisches Plunder verkaufen und weg ist es, ne? Das ist natürlich gut. Dann spart man Zeit. Kann ich das eigentlich vernichten hier? Ah ja. Kann das vernichten. Vielleicht kann ich auch reinrollen, das ist ganz wichtig. Okay, anvisieren kann ich anscheinend nichts. Hat kein Dark Souls, ne? Aber es ist doch nur eine dicke Ratte, ich bitte euch. Oder sind das überhaupt Ratten? Sieht so komisch aus, der Kopf. Ja, egal, ich hau jetzt drauf. Riesenratte. Okay, alles klar. Ich geh nochmal verteidigen, so, ne? Warum verteidigt der nicht mit dem Schwert? Naja. Wenn er es lieber mit den Fäusten macht. Kriegt bestimmt irgendwann noch ein Schild. Okay. Monsterratten. Weg mit euch! Wo geht man jetzt hin? Ah, hier geht's gar nicht weiter, okay. Ich vertraue einfach auf meine Map. Was ist denn da los? Hilfe! Kein bitte! Kind des irgendjemand Staubs muss mir helfen! Entkommen. Kind des Staubs. Ich kann euch eh nicht rechtzeitig helfen, glaube ich. Was ist denn dies? Interessante Lichtquelle. Dort oben. Den Gnom retten. Helft mir. Na gut. Bitte. Ich komme. Wie auch immer ihr alle sterben. Okay, einer ist schon
K.O. Was ist mit dem? Abgetragene Gamaschen. Ja, könnte natürlich besser sein, weil wir den noch. Oh, danke. Oh. Ich danke euch. Also, wenn ihr vorbeigekommen wärt, Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Es hat funktioniert. Bei den Büchern. Es hat funktioniert. Ihr lebt. Ja. Waffen und Rüstung im Inventar. Ja, ja, das ist klar. Okay, Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht... Guck mal, das rechts, ist das ein Marker? Euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Oh, meine Güte. Ihr wisst es nicht. Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Hughes hat vielleicht auch darauf eine Antwort. Ihr müsst am Leben bleiben und zu ihm gelangen. Zu viel Dead Space, ja. das Einzige, man muss ja für das besondere Ende, muss man ja jeden Kapitel so ein kleiner Marker finden. Ne? Da habe ich mir eine Liste runtergeladen, weil da will ich nichts übersehen. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Professor Fomorus Hughes, der Seelenquell, ist sein Lebenswerk. Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Ist das ein stummer Held? Okay. Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Ja, genau. Es gibt in jedem Kapitel, glaube ich, einen Marker. Außer im 10. Ich glaube, da gibt es 2. Weil es, glaube ich, im 12. keinen mehr gibt. Aber ich bin mir nicht genau sicher. In irgendeinem Kapitel, in einem späten Kapitel gab es mal 2. Oh, meine Güte. Ihr wisst es nicht? Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten. Okay, soll ich das jetzt nochmal fragen? Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist. Und in Sicherheit. Okay, dann haben wir doch alles durch, ne? Ade. Ich kümmere mich kurz um diese Tür. Hier entlang. Ihr geht vor. Du wartest jetzt mal. Okay. Mann, ich wollte doch noch jemanden looten. Oder? Ist er jetzt weg? Ist da einer? Was da? Na gut, anscheinend. Ne, da hinten. Okay. Oh, ich kann nichts kaputt rollen. Ich will da reinrollen wie in diversen anderen Spielen. Ja, da ist manchmal auch was versteckt. Hat ein bisschen Gold bekommen. Das ist gut. Ich kann jederzeit mit dir reden. Okay. Na dann.
dann mal weiter. Bin ich hier richtig? Das ist es, worauf Sie es okay. abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Oh, das sieht interessant aus. Der Seelenquell. Oh oh. Das habt ihr ja toll gemacht. Eigentlich ein guter großer Platz für einen Bossfight. Ich kann ja nicht springen. Gar nicht auf, wenn ich hier die Tore aufmache. Naja. Die Rüstung, stimmt. Vielleicht sollte ich die mal anziehen. Dann würde auch diese Einblendung wahrscheinlich mal weggehen. So. 12% Volltreffer. Ah ja, hier 10 Abwehr. Mhm. 6 Abwehr. Alte Stiefel. 3 Abwehr. Okay. Ja, das sehen wir ja schon hier. Komplett frisch aus. Nice. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Okay. Das ist eine Kiste. Dietrich. Okay, alles mitnehmen. Jo. Ein bisschen Gold. Was machst du da? Was ist das? Waffenständer. Ein Eisenkiete-Schild. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. 11. Ja, sieht doch gut aus. Das kann was. Oh, wir haben schon, diese Beinschienen sind besser. Wechsle ich natürlich drauf. Moment mal. Habt ihr etwas gehört? Nein. Ich habe nichts gehört. Ich war gerade beschäftigt. Aber doof, ich kann nicht. Okay. Okay, jetzt hab ich was gehört. Jetzt habe ich was gehört. Ui. Zerrissene Handschuhe. Mal kurz nachgucken, bevor es hier losgeht. Ist ja Pause hier drin, ne? Kann ja nichts schief gehen. Handschuhe. Immerhin 3. So. Kite Shield. Ja, okay. Okay. Ah ja, geiles Blockschild. Einfach mal 100% Block hier. Der dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch. Was, ein Bogen? Mensch, die gehen aber hier schnell an die zur Sache. Dieser Langbogen dürfte äußerst nützlich sein. Wo ist Hackers? Ne, okay. Los, los! Da hinten. Du hast einen Langbogen. Sekundärwaffe. Mhm. Ja. Also, muss ich sofort ausrüsten. Habe ich gar keine andere Chance.
Okay, Waffen, sekundäre Langbogen. Mit L1 jetzt. Gegenstandsrat ermöglicht es dir im Spiel schnell auf Konsumgut zuzugreifen. Hier kannst du Konsumgut aus deinem Inventar hinzufügen, indem du auf ein leeres Feld auswählst und Viereck drückst. Darüber hinaus kannst du ein Gegenstandsrad auch aus deinem Inventarbildschirm heraus Konsumgut hinzufügen. Okay. Das ist jetzt anscheinend auf L1, dann kommt dieses Rad, alles klar. So. Nicht ins Feuer. Wie switche ich denn auf den Bogen jetzt? Das hat er mir nicht verraten. Ah, Dreieck. Oje. Ich kann nicht richtig zielen. Aufgeladener Schuss. Ich mach die Kamera kaputt. Okay. Naja, mal gucken. Vielleicht zielt er ja auf Gegner automatisch. Das wäre natürlich sehr chillig. Ja gut. Ach, ich wollte dich nicht anquatschen. Jetzt hetz mich nicht rum. Meine Güte. Halbe Conan-Mucke hier. Okay, dann komme ich zu dir. Wie ist das jetzt? Dort vorne Pieks, sind Pieks. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Ah ja. Habe ich schon gefunden. Anvisieren ist hier aber nichts, ne? Ah, visiert automatisch an. Sehr gut. Sie ist offen. Na los, geht schon. Okay. Du hast nur so und so viele Pfeile, die sich dann wieder aufladen müssen. Ich sehe es. Mhm. Kennt man ja. Deswegen ging gerade nichts. Verstehe. Kennt man ja aus anderen Games. Das ist mir immer noch lieber. Ah ja, okay. Das ist mir immer noch lieber, wie wenn man die irgendwie immer kaufen muss oder so ein Krams. Achso, das ist Einzeln. Ja, okay. Okay, let's go. Basis sitzt. Mächtigen Distanz. Ja, das weiß ich auch schon. Abgewetzte Dokumente. Muss ich eigentlich lesen? Oh, die Schrift ist. Die Schrift auf diesem Dokument ist völlig verblichen. Wertlos. Super. Auf zum Blunder. Okay. Kann ich mir auch irgendwie anschleichen? Nee, ne? Naja, okay. Oh. Hat er mir gäbe fürs Knurre. Rostige Beinplatten. Bei Skyrim hätte ich eigentlich einen kleinen Wagen für meine Pfeile gebraucht. Ja. Hat man doch nicht den Begleiter, den man als Mule ausnutzt? Sind tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett. Du hast Dolche erhalten. Dolche sind eine besondere Waffe, die von Schurken bevorzugt wird. Rüste sie nun aus. Sehr gut. Dann darf ich halt nicht mehr mit meinem Schwert rumwedeln. Primitive Eisendolche.
Okay. Ja, die sind schön schnell, ne? Vielleicht bleibe ich bei den Dolchen. Warum darf ich nicht in das Wasser planschen? Kleider verraten einen nur. Okay, das ist doof. Kleider husten, wenn er am Schleichen ist. Oh Mann. Okay. Schon lange her, als ich diesmal spielte. Lernt man noch. Okay. Das ist gut. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, yeah, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Oh yeah. Okay, tell me. Wie? Wie mache ich das? Ich weiß nicht, wie Schleichen geht. Die gängigen Tasten habe ich keine Schleichtaste. Okay, da war Rennen. Ah, jetzt. R1 Verstohlenheitsmodus. Okay. Jetzt geht das. Wenn sich das Auge füllt, wird man dich bemerken. Investierst du bei Punkte? Okay. Versuch nun, dich an diesen Gegner anzuschleichen. Führe einen Verstohlenheitsangriff aus, bevor er dich bemerkt. Verwendest du Dolche, kannst du seinem Wegen augenblicklich... Okay, okay, ich benutze noch Dolche. Er guckt ja nicht in meine Richtung. Okay, Viereck? Ja. Das ist mein Stil. Sehr gut, sehr gut. Ach, sei still, ich wollte looten. Geh weg. Haben die mich gesehen? Ja, die haben mich gesehen. Oh Mann, kann ich noch nicht anvisieren. Was machen die denn? Ne, Moment mal, die schießen sonst wohin. Die sind gar nicht auf mich. Moment. Zumindest einen könnte ich so machen, ne? Dann wird der andere das merken, aber das ist ja egal. Erbärmliche Kreaturen. Ein Fet. Ja. Okay, nice. Ich bleib bei Dolchen. Wow. Interessant. Heute gibt es zum ersten Mal Mutzen. Mutze. Ich glaube, jetzt weiß man immer noch nicht, was damit gemeint ist. Also ich weiß es zumindest nicht. Mutze! Klingt aber lustig. Aber laufe ich überhaupt richtig? Laufe ich gerade zurück? Bin ja... ein Held im Zurücklaufen. Eins meiner absoluten krassesten Skills. Ja, ich laufe zurück, oder? Ja, okay. Wollte nur noch mal den Rückweg absichern. Nur um sicher zu gehen. Da will ich hin. Da geht's ja nicht. Weiß nicht, ob ich da rüberspringe. Nee, er kann ja nicht springen. Aber vielleicht lerne ich springen auch erst später. Wie hieß er die Tore aufmacht? Ein Siedegebäck ist das. Ah. Oh, schön. Aber es ist bestimmt giftig, oder? Oder sind die lieb? Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Ich habe auch Magie in mir. Aber ich weiß nicht, wie ich sie nutzen kann.
Aber gleich weiß ich es. R2 gedrückt, um auf deine Fähigkeiten zuzugreifen. Drücke dann 4, um deine Fähigkeit Sturmbolzen einzusetzen. Unglaublich. Okay. Was seid ihr? Ja, das frage ich mich auch. Welch eine Macht. Ja, bringt nur nix. Jetzt habe ich Magie verschwendet. Ah, die regeneriert aber, gut. Ui, okay, ich muss gleich mal gucken, was ich da so alles noch anziehen könnte. Ein bisschen umgucken. Okay. Nichts. Gut. Gut, gut, gut. Da ist nochmal die große Map. Da könnte ich eigentlich auch öfters mal drauf gucken. Zur Orientierung. Der Kyras, der hat ein bisschen mehr Verteidigung. Und hier haben wir noch was Besseres, offensichtlich. Mhm. Rostige Stulben. Und die Gamaschen. Ne, da, die sind besser. Okay. Alles klar. Ja, lass dir schmecken, Rion. Wir hatten heute mal wieder ganz klassisch Bolle. Ist gerade noch rechtzeitig zum Stream geschafft. Bolle braucht ja seine Zeit. Wir haben das ganze Wochenende nicht richtig gekocht. Da wollte ich jetzt, wo die Kleine noch da ist, wenigstens einmal was Geiles machen. Alles hier erblüht, wenn sie mich sehen. Oh, nee. Nee. Warte mal, mach mal. Oh, cool. Cool. Das hat er ziemlich gezwiebelt, hä? Kein Loot? Na gut. Wieso obenrum nackt? Stimmt, hä? Warum habe ich mich ausgezogen? Ich hatte doch immer nur das Beste angezogen, oder? Wie denn das jetzt passiert? Warte mal, 12. So. Wo hatte ich das ausgezogen? Hä? Zerrissene Roben. 15. Haben wir es jetzt? Ich bin... Ach so, zieht der gewisse Dinge aus, wenn ich... Weiß so eine Robe zum Beispiel... Moment. Ah, ich verstehe, okay. Es ist halt ein Zweiteiler, ne? Muss ich mich halt entscheiden, was mir lieber ist. Ach, sowas finde ich immer doof. Das finde ich immer doof, sowas. Dann ziehen wir keine, Na gut, obwohl, warte mal, wenn ich hier 15 habe, ne? Hier 8. Was kann ich dann stattdessen noch anziehen? Ja, das summiert, das ist etwas mehr, ne? Haben wir nämlich 20, das ist so besser. Dann ziehen wir keine Roben an. Roben sind böse. Ja. Außerdem sieht das cool aus. Sieht richtig cool aus. Oh yeah. So.
Stäbe brauche ich nicht. Der Tunnel ist vollständig bedeckt. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hindurchbrennen. Och, muss ich jetzt echt den Stab ausrüsten? Kann ich nicht mit meiner Magie hier... Ach. Wieder schön Feuer und abgesehen versuche einen Weg durchziehen, durch indem du einen Stab verwendest. Was ist hin und her gewechselt? Birken, Holz, Stab, Feuer, Schaden. Okay. Muss ich das jetzt noch öfters machen? Noch mehr Spinnen. Verbrennt sie, los, verbrennt sie! Ist ja gut. Das ist halt Tutorial, ne? Da muss man auch alles ein bisschen ausprobieren. Ich verstehe. Ich will das mit meinem Schwert machen. Oder besser gesagt, mit meinem Dolchen. So. Ja, ich brauche den Stab gleich nochmal. Deswegen lasse ich ihn noch drin. Auch so viel Loot immer. Nur Ensel. Ihr könnt ja auch mal helfen, ne? Außer rumkommandieren. So, kann ich jetzt wieder wechseln? Nach einer Rolle dauert es ganz schön lang, bis er agiert. Rollen ist gar nicht so gut. Ja, also nach der Rolle bin ich schutzlos. Dann kann ich nicht sofort das Schild ziehen. Dann werde ich wohl doch wieder mehr blocken in dem Spiel. Weil das blockt ja eh 100%. So, ist sicherer. Okay. Hallo, Misfit. Beeilung, verschwindet von hier! Der kommandiert mich nur rum. Ich glaube, ich weiß, welche Spinne du meinst, Rion. Die war schon ziemlich happig. Du kannst alle Waffen auf Sekundär oder Prämie anlegen. Ach so. Na gut, aber ich finde den Bogen als Sekundär eigentlich schon passend. Eigentlich. Ich denke, ich lasse es erstmal so. Ich hoffe, ich werde nicht ständig Feuer brauchen. Guten Tag. Oh. Ansel, ihr seid am Leben. Und wer ist das hier? Genau das versuche ich rauszufinden. Er ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollt ihr besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell, bevor diese Tuate... Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Jus schafft. Wir können die Tuate hier aufhalten. Ich brauche mehr Hilfe, 5%. Eine 5%ige Chance, dass er mir noch was gibt. Ich kann nichts mehr für euch tun, außer hier zu bleiben und die Tuata aufzuhalten. Aber immerhin ist das hier ja die Rüstkammer. Durchsucht die Truhen. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Mit ein wenig Glück sehen wir uns dann draußen. Aber nur mit ein wenig Glück. Okay, den Rest kenne ich ja schon. Wir sehen uns draußen, falls es das Schicksal so will. Schicksal spielt hier eine große Nummer, hm? Moin. Die
Scholaren sind schwach. Cloud Gun. Aber die Tuata werden feststellen müssen, dass meine Prätorianer aus einem anderen Holz geschnitzt sind. Okay. Ein Pepsi-Fangirl. Ja, Pepsi ist auf jeden Fall besser wie Cola. Aber am allerbesten finde ich Pepsi Max. Also die No-Zucker-Variante. Der Quell hat euch also zurückgebracht, hm? Leider haben wir andere nicht so viel Glück. Aber noch besser ist Schwippschwapp. Ah. Die Mezzomix-Variante. So. Mhm. Guck ich mir alles noch an. Nichts schützt einen besser als mehrere Schicht Lederrüstungen sind zwar dünn, dafür seid ihr in ihm einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Kommt gar nicht nach zu erklären. Okay. Dann kann ich auch meine schnellen Dolche benutzen, wenn ich eine fette Rüstung anhab. Ich mach so einen richtig fetten Dieb. So einen richtig fetten Schurken. So ein ganz langsamer Schurke. Okay. Ich hoffe, ihr seid das alles wert. Geht zu Hughes. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Achso, Hughes. Warte mal. Wir haben jetzt noch nicht geredet. Warte mal, du bist Cloud Gunn. Du bist mein Ensel. Prätorianer, warte mal, dich hatte ich auch noch nicht, oder? Wir haben die Tuata noch nie so weit im Westen gesehen. Der Quell hat euch also zurückgebracht, hm? Leider haben wir andere nicht so viel Glück. Genug. Ich sag, wenn genug ist. Wer fehlt denn jetzt noch? Was habe ich denn jetzt noch alles gekriegt? Eisendolch. Moment, das ist total identisch, ne? Mach mal 19, 20. Oh, die gehen irgendwann kaputt. Shit, das mag ich nicht. Die gehen irgendwann kaputt. Na ja, gut. Wenigstens habe ich schon zwei davon. Der Bogen, ja. Okay, lassen wir mal so. Rüstung. Okay, okay, 17 von 17. Ist aber nichts besser. Keine Roben. Roben böse. Boah, ich muss das unbedingt das Zeug verkaufen. Das wird ja jetzt schon unübersichtlich. Okay, aber ich glaube, ich habe das beste Zeug an. So. Dann will ich mal kurz gucken, was ich hier habe. Heiltränke, Mana-Tränke. Das sollte ich mir die Shortcut legen, ne? Warte mal. Gegenstandsrad. Und die Heilung. Hier das Mana. Schlangengift. Okay, will ich aber nicht im Rad haben. Gegenstände, Reparaturkit. Ach, ich kann mir das selbst reparieren. Okay, das ist gut. Dietrich ist schon 19 Stück. Knochen und Schädel. Ja gut, wahrscheinlich. Knochen haben keinen Wert. Aber vielleicht kann ich damit craften oder so. Wer weiß. So. Ja, Schwipschwapp, das war immer... Wo ich noch beim Elternhaus war, mein Lieblingsdönermann, und der hatte diese Schwipschwapp-Dosen. Und ich weiß nicht, Döner und so eine Dose Schwipschwapp war einfach die perfekte Kombo. Beziehungsweise, ich weiß nicht warum, aber Schwipschwapp aus der Dose schmeckt auch irgendwie viel geiler wie aus so einer Flasche. Das könnte natürlich auch total Einbildung sein, aber naja. Stracciatella-Pudding. Oh, nice. Da löffle ich gerne mit. Und hallo, Max. Einen guten Heimweg wünsche ich. So, wo muss ich hin?
Soll ich jetzt nicht zurück, oder? Könnt ihr mal die Tore aufmachen? Ich will gehen. Wir haben die Tuate noch nie so weit im Westen gesehen. Geht zu Hughes. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, wo ist denn Hughes? Wo ist denn der? Ich hab hier doch schon mit allen geredet. Oder? Ich wäre blind. To use. Pencil. Cloud Gun. Doch das Tor. Ach, ich kann das einfach... Oh, ich dachte, das ist verschlossen. Ich kann das einfach... mit meinen Augen öffnen anscheinend. Cool. Oh, das geht nicht kaputt. Das schafft ja einen besseren Überblick in den Umgebungen, indem du R3 drückst. Oh, krasser Überblick. Ah ja. Hallo Conny. Hallo, hallo. Ja, schauen uns gerade ein bisschen Amalur an. Fortschrittsbericht über den Quellen. Experimente stellen nun in 97,5% aller Fälle den Körper erfolgreich wieder her. Fehlende Gliedmaßen oder Finger waren meist schon vorher nicht vorhanden, sind also nicht mehr dem Versagen der Magie verschuldet. Dennoch gelingt uns immer noch keine vollständige Wiederbelebung. Auch nach langen Testreihen sind die Produkte kaum mehr als regungslose Haufen aus Haut und Knochen. Obgleich vereinzelte Zuckungen auf vollständigen Erfolg in der Zukunft hoffen lassen. Ich weiß, dass einige von euch der Ansicht sind, wir sollten Leichen verwenden und die Körperherstellung komplett überspringen, aber ihr müsst wissen, dass wir nie die Erlaubnis bekämen, mit dem tatsächlichen Körper einer Person zu experimentieren. Wir arbeiten zwar an der Herstellung von Leben, aber das heißt nicht, dass wir die Toten entweihen dürfen. Alle weiteren Beschwerden sind persönlich an mich heranzutragen. Naja, Hüchs, okay. Ja, immerhin. Kann ich da reinspringen? Ich glaube, wäre nicht so gut, oder? Okay. Oh, shit, lauf wieder zurück. Moment. Wo da ist so ein Kreis-Symbol? Vielleicht bin ich da richtig. Ah ja. Ja, das ist wohl mein Ziel. Es geschafft. Und seht euch nur an. Trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Tuata. Eure Rückkehr von den Toten. Bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Formoros Jus. Und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck. Dem Seelenquell. Dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Aha. Okay, das Blaue ist wahrscheinlich Story fortreiben, deswegen... Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Aber euer Tod ist auch für mich ein Rätsel. Es scheint, als wären eure Erinnerungen mit eurem Körper gestorben. Wisst ihr, der Quell ist so konzipiert, dass er die Seele eines kürzlich Verstorbenen einfängt und dann in seinen Wassern dessen körperliche Gestalt neu erschafft. Eigentlich ganz einfach. Eure Wiedergeburt ist die erste, die wir wirklich einen Erfolg nennen können. Es gab zuvor schon andere, aber die Ergebnisse waren irgendwie nicht richtig. Na, dafür, dass ich schon mal tot war, sehe ich doch ganz gut aus, ne? Ganz anders wie in Planescape.
Ich bin Formoros Jus, Schola des innersten Zirkels der Kunst der Belebung. Wir stehen hier über meinem Lebenswerk, dem Seelenquell. Aber es gibt so vieles, was ich über euch erfahren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein wenig durcheinander seid. Ein Nebeneffekt des Prismeer vielleicht? Die Form des Beckens? Nein? Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Ja, die gute Zeit. Die Feilen sind kompliziert. Ich könnte allein 10 Bände darüber schreiben, welche Auswirkungen die Unsterblichkeit auf ihr seltsames Ständesystem der Höfe hat. Ihr wisst es nicht? Sie werden die Tuatha genannt. Sie waren einst Feien des Hofes des Winters. Doch dann wurden sie von ihrem Herrn Gatflo verdorben. Aber wie haben sie uns hier draußen nur gefunden? Wir sind meilenweit von den Kämpfen entfernt. Dalentat ist bisher vom Krieg unberührt geblieben. Und warum sollten sie den Quell angreifen? Ihr Seelenquell noch? Er war mein Lebenswerk. Das Resultat jahrzehntelanger Forschungen mit nur einem einzigen Ziel. Den Tod selbst zu überwinden. Und nun seid ihr der einzige Beweis, dass er ein Erfolg war. Aber warum hat er bei euch funktioniert und bei niemandem sonst? Was unterscheidet euch von den anderen? Es gibt so viele Fragen. Und wenn wir antworten wollen, müssen wir euch an einen sicheren Ort bringen. Das hat bestimmt mit meiner Magie zu tun. Oder meinem Schicksal. Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuatha sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Wir sind in den Feilenlanden, meilenweit vom Krieg entfernt. Ich dachte, hier wären wir vor ihm sicher. Aber wie es scheint, haben einige der Tuatha dennoch den Weg hierher gefunden. Solange es nur ein paar sind, die kriege ich schon hin. Aber, Fragen hatten wir genug. Dann verschwinden wir von hier. Ja, ihr habt recht, ich habe meine Aufzeichnungen. Aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Es ist einfach so, dass ihr... Wartet, wo wollt ihr denn hin? Faszinierend. Einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr, Professor Hughes, Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen, Sie sind bereit... Oh, shit. Ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell. Folgt dem Weg bis ins Dorf Gorhard. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben. Der hat aber ein schönes Schwert. Fliehe aus dem Turm. Okay, wohin? Oh shit, geht das mit Zeit? Bin ich hier überhaupt richtig? Willst du dich schneller bewegen? Ja, okay. Hauptsache kein L3. Ich glaube, das geht gar nicht um Zeit, oder? Ups. Ah! Okay, nice. Wurde ich da lang? Oh, der Loot. Es geht nicht um Zeit, ich kann mir Zeit lassen. Haben keinen Loot. Musik ist schön. Musik fetzt. Ja, das sieht richtig aus. Na los, du Monstrum! Reiß diesen Turm in Stücke! Ui. Yo, er ist die Kleine, oder? Ich werde dich ausweichen.
Das kann ich nicht blocken. Wäre ein bisschen zu krass. Peaks, peaks. Peaks, peaks, peaks. Peaks. Ich weiß, ich weiß. Ich bin eine sehr lästige Fliege. Oh, der tut mir fast leid. Schaut mal. Der heult. Oh. Der heult. I'm sorry. Oh shit, ich muss drücken. Brutal. Alles nehmen. Okay. Schon mal ein Troll besiegt. Neues. So. Solange es nicht mit Zeit geht, ist alles gut. Richtig. heute ist Pantera selbst der Gast bei Mad Games, weil es ein neues Game-Element gibt, das er mir erklären möchte. Ja. Ein ganz sensibles Wesen, ja. Ganz weicher Kern, der Gute. Ich glaube, jetzt geht's in die Freiheit. Ja, fall halt zusammen, damit ich nie wieder ins Tutorial-Gebiet komme. Ist okay. Wiedergeboren. Oh, das sieht doch sehr hübsch aus, oder? Darf ich schwimmen? Ach, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Außerdem schwimmt da was, aber das sieht eigentlich harmlos aus. Stufenaufstieg. Ui, eieiei. Da muss ich mir erstmal Gedanken machen, was ich will. Schlösserkunde ist schon mal. Schwierigkeit beim Schlösserknacken, okay. Gegner, verborgene Schätze werden auf Umgebungskarte angezeigt und werden sichtbar, sobald du dich ihnen näherst. Das ist natürlich auch gut, ne? Erhöht die Menge an Gold. Du kannst einigen Gegnern in der Welt Komponenten abnehmen. Überzeugung ist mir aber auch wichtig. Bestechungsgelder für Verbrechen sind um 20% niedriger. Erhöht deine Chance, andere von deiner Sichtweise. Also das zweite ist mir wichtig. Gemmenschleifen. Du findest häufiger Scherben. Dann ist Verstohlenheit. Ich glaube, ich nehme erstmal Überzeugung. Ja. So, und dann habe ich hier noch einen Point anscheinend. Zauberkraft lassen wir mal außen vor, würde ich sagen. Dann hätten wir noch Macht und Raffinesse. Dolchmeister. Wir wollen ja auf Dolche bleiben, ne? Deine Beherrschung der Dolche erlaubt es dir, jeden Schlag und Schnitt mit enormer Effizienz anzubringen. Ja. Dann fangen wir doch da mal an. So. Ah, ich habe noch 2 Punkte verfügbar. Okay, nice. Schattenfackeln. Aktiv. Assassinenkunst. Da hätten wir auch noch Waffenangriffe. Präzise Bewaffnung. Und den Bogen. Feinklingenmeister. Erfordert 5 Punkte in. Ah ja, okay, da muss ich erst weiter Sachen weiter unten ausbauen. Das hier auch. Okay. Was haben wir hier noch bei Macht? Langschwert. Brutale Bewaffnung. Hammer. Harpune. Deine meisterhafte Beherrschung von Schilden
erhöht deine Schadensresistenz beim Blocken deutlich. Auf der höchsten Stufe schaltest du einen besonderen Schildschlag frei. Ja, das will ich auch haben. So ein bisschen Macht und Raffinesse spielen, würde ich sagen. Verstohlenheit herausgewagten Schaden verursachen. Ja. Ein Punkt habe ich noch. Und Schaden Gegner am Bogen. Guck mal kurz noch bei der Zauberkraft rein. Arkane Bewaffnung. Nee, Zepter. Stab. Und dann dieses eine, was ich schon kann. Nee. Will ich nicht. Gehe ich noch auf den Bogen. So. Okay. Hallo Pandera. So. So. Und dann wollen wir mal. Hier sind schon die ersten Leute. Hallo? Noch ein Überlebender? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr einer der Assistenten des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen? Leider nur ich. Hat sich für mich abgelenkt. Können wir ihn zurückholen? Ja, ich weiß nicht. Er ist wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist. Er ist sehr gewitzt. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz sicher. Ich verstehe die Tuata einfach nicht. Ich meine, die meisten Feen sind nicht gewalttätig. Die wilden Feen manchmal schon, aber auch nicht mehr als normale Waldtiere. Aber die Tuata sind so eine Art Kult unter den Winterfeen. Bevor sie in Eratel einmarschiert sind, hätte sich niemand vorstellen können, dass Feen jemals in den Krieg ziehen würden. Wir streamen heute bis so 21.15 Uhr, 21.30 Uhr circa. Wir wussten alle, dass Fromorus ein Genie war. Aber ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel, ob er es schaffen würde, Tote wieder zu erwecken. Die Tuata waren anscheinend nicht sehr erfreut, dass es funktioniert hat. Brillante Idee dieser Seelenquell. Holt Tote aus dem Äther, baut ihre Körper neu auf und erweckt sie wieder zum Leben. Zumindest sollte er das tun. Jetzt erfahren wir wohl nie, ob er funktioniert hätte. Alistar ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten weniger Besucher auch weniger Fragen. Hm. Oh, ihr meint Agard. Ihr besucht Hughes hin und wieder. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ihr müsstet ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entlang, hinter den Ruinen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Okay. Wir müssten hier sicher sein. Zumindest für eine Weile. So, wenn ich jetzt aber das alles durchquatschen kann, werde ich das jetzt ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir aus den Dialogen nicht mehr raus. Mitaro sei Dank, noch ein Überlebender. Gibt es weitere? Da war das Schicksal wohl gnädig. Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Ja, und jetzt kommt halt nochmal der Kram. Das wird ungefähr das Gleiche sein, was sie mir erzählt, ne? Sparen wir uns die Zeit lieber. Alles gut. Wir ziehen bald los. Alles klar. Bams. Was ist hier? Dem kann ich wohl nicht mehr reden. Boah, ich trau mich jetzt ins Wasser, Leute. Okay, schade, ich kann nicht. Ich dachte, ich könnte runterfallen. Da kann ich auch nicht hoch.
Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Hatten sie wirklich einen Troll? Yep. Dieses riesige Felsding, ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiterverfolgt. Okay. Viel Glück da draußen. Der pulsierende Kreis auf deiner Umgebungskarte zeigt dir ein Questziel an. Ah ja, das ist lieb. Das kann er gerne tun. So, aber jetzt eröffnet sich quasi so ein bisschen die Welt für mich, ha? Huh? Dann schauen wir doch mal. Ja, bis jetzt finde ich das Spiel ganz nett. Es wirkt noch relativ, soll ich sagen, also auf mich wirkt es noch relativ, wenn ich jetzt 0815 sage, klingt das so negativ, aber das meine ich gar nicht so negativ. Vielleicht generisch, aber ist natürlich ein sehr früher Ersteindruck. Bin auch natürlich ein bisschen verwöhnt, ne, mit Witcher und so, aber das Spiel ist ja auch älter. Ich glaube, mit dem Bär hätte ich mich noch nicht anlegen sollen. Obwohl doch. Oh! Ich erinnere mich, seit... Moin. Seid ihr es? Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Ja, das war reiner Zufall, ehrlich gesagt. Was macht ihr hier? Als ich euch mit Ansel im Quell gesehen habe, bin ich fortgelaufen. Aber nicht aus Furcht. Ich wollte Bericht erstatten, dass Hughes Experiment erfolgreich war. Der Seelenquell ist mehr als nur das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Kontakt bezahlt gut für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke nur Berichte, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Aber ich weiß nicht, wie die Tuata davon erfahren haben. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Bezahlt mich und lebt weiter. 95%. Also das ist schon ein bisschen fies, ne? Naja. Ja, doch, komm. Ich mach's einfach. Bezahlt mich und lebt weiter. Weh, das wären jetzt 5% hier, nix. Ich habe kein... Yeah. Also gut, hier. Mehr habe ich nicht. Und außerdem die Bezahlung für die Information. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe nach Hause, nach Odessa. Nice. Einfach mal über 100 Gold bekommen. So. Haben wir doch gut gelöst. Keine Regentin gefunden. Glutaugen. Oh je, jetzt geht das wieder los. Du hast eine Regentin erhalten. Regentin werden bei Herstellung von Tränken und Labortischen an Labortischen verwendet. Ja, das kennt man ja, ne? Aber nichts. So. Hallo Black Death, sei gegrüßt. Jim sollte gehen, aber halt nicht ja, von da runter springen, ne? Das ist natürlich nicht. Ich kann keinen Körper machen. Die Karte, ja. Oh, da kann man doch auf. Genau, auf Weltkarte. Ah ja, sehr schön. Mhm. Ja, süß. Da hat man einiges vor sich, ne? Mhm. Hübsch. So. So ein leichtes Fable-Feeling. Ja. Fable hatte ich auch mal ganz gern gespielt. Aber gehört halt nicht so zu meinen Favoriten, ne? Das ist immer... Ich weiß gar nicht, also... Ich glaube euch, dass das Spiel gut ist. Also ich meistens ja von dem Game begeistert.
Für mich ist das aber eher so in der zweiten Klasse spielend. Das kann natürlich ein bisschen an dem Kampfsystem liegen, dass das jetzt nicht so 100% meines ist. Aber auch so... ich weiß nicht, gerade in solchen Spielen wäre es mir lieber, wenn ich einen sprechenden Charakter hätte, ehrlich gesagt. So einfach so noch... Also dialogmäßig einfach so, dass da ein bisschen mehr kommt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch ein super früher Ersteindruck, ne? Also der Vergleich zu Fable ist eigentlich ziemlich gut. Und Fable habe ich auch gern gespielt, aber war halt nie so mein Favorit. So, okay. Aber ich bin, glaube ich, was Westrollenspiele angeht, einfach stark verwöhnt. Ja, das müsste schon so ein Witcher sein oder ein Baldur's Gate oder beziehungsweise so ein Kampfsystem, ne? Dass ich sage, boah, das ist so eine 10 von 10. Oder wir gehen halt in die Richtung von Elden Ring, das wäre dann eine 12 von 10. Und sowas ist halt so, ja, kann man so nebenbei mal so ein bisschen spielen, ne? So casual-mäßig. Aber sonst, ja. Weiß gar nicht, ob ich glaube, es wäre sinnvoller für unsere Zeit, wenn ich dem Ziel nachgehe, ne? Und nicht so optionale Dinge tue. Dann gucke ich mal, ob ich auf der Straße bleibe. Ich guck mal auf die Map. Naja, da haben wir... Die Minen, die werden wahrscheinlich ein Dungeon, so ein Nebendungeon sein. Rede mit Arkas. Okay, das Ziel ist ja direkt vor uns, kann man so sagen. Abel ist tausendmal geiler. Ja, natürlich, das Spielchen hat ja schon was auf dem Kasten, ne? 11 Jahre schon, ja, das ist natürlich krass. Das stimmt natürlich. Normalerweise von westlichen RPGs abgeschreckt. Klar, wenn ich die Wahl habe, sind mir JRPGs natürlich auch lieber. Weil die meistens meinem Geschmack entsprechen. Und bei westlichen bin ich halt relativ wählerisch. Wie man ja schon merkt, ne? Also. Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Agath! Erzähl mir mal was vom Schicksalsweber. Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, die Schicksalsweber, die kenne ich aus Divinity. Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes. Er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Spiel ähnlich wie Witcher 3, ähnlich viele Quests wie Story. Aber nicht zur Hauptstory gehören. Ja gut, kommt ja nicht auf die Masse drauf an, ne? Ich meine, bei Witcher 3 waren die Nebenquests nochmal storytechnisch geiler wie die Hauptquests manchmal. Und das ist natürlich super schwer zu schlagen, finde ich. Also was da bei Witcher 3 alles geboten wurde, das war halt schon ziemlich nah an Perfektion, was cineastisches Rollenspiel angeht. Hm.
Als er seine Experimente hier begann, fragte er mich, ob sie jemals erfolgreich sein würden. Die Karten verrieten mir, dass der Seelenquell funktionieren würde. Sie sagten allerdings auch, dass der Tag dieses Erfolgs auch der Tag sein würde, an dem Hughes stirbt. Der alte Mann hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Könnt ihr mir helfen? 95%. Aber ich schätze, ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Hughes oder zur Feier seines Erfolges, sucht es euch aus. Dankeschön. Die Karten. Ihr wisst wirklich nicht besonders viel, oder? Ein Schicksalsweber greift die Fäden des Schicksals auf und kanalisiert diese Energie durch einen Fokus. Mein Orden bevorzugt dafür die Karten. Und da wir alle das Gewebe unterschiedlich sehen, besitzt jeder Schicksalsweber einzigartige Karten. Okay. Keine Sorge, ich war auch tot. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Okay. Der hilft ja gar nicht. Aua. Ah, doch, er hilft. Führe Spezialangriffe aus und besiege Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Okay. Wenn deine Schicksalsleiste voll ist, pulsiert das Schicksalssymbol. Ach ja, die mittlere da. Dann kannst du deine Schicksalsenergie nutzen. Um den Abrechnungsmodus zu aktivieren, drücke X, um fortzufahren. Okay. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Halte L2 und R2 gedrückt, um die Macht des Schicksals zu nutzen und jetzt den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Mächtig! Oh, das ist ein Unterschied. Wenn du Gegner im Abrechnungsmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen. Finde ich gut. Tote brauchen kein Schicksal mehr. Beweg dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst und drücke X, um einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du verbrauchst dabei eine Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksal sich auflösen, zu vernichten. Und erhältst Erfahrungsboni. Ach so. Dieses Auflauf und drücke X. Okay. Also das. Ach so. Ja, zu spät. Mit dem anderen. Der ist schon down. Okay. Okay, da haben wir wieder was gelernt. Die Pizza unterwegs. Na geil. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Jetzt übertreibt er aber, oder? Hughes mag euch ins Leben zurückgeholt haben, aber auch das gehörte zum Plan des Schicksals. Allein ein Gott könnte tun, was ihr getan habt. Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Doch, das will ich dann auch wissen.
Es ist eine Gabe. Manche Leute malen Landschaften, andere schreiben Gedichte. Und ich blicke eben in das Gewebe des Schicksals und sehe Leute sterben. Mhm. Burger und Pizza im Chat. Das ist doch mal geil. Lasst es euch mal schön gut gehen hier. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht? Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Das ist doch schön. Wir machen uns unser eigenes Schicksal. So. Schicksalsloser. Ach so. Jetzt muss ich mich nur festlegen. Ha? Aber gut, vielleicht können wir es auch jederzeit ändern. Also der Schurke wird ja eigentlich schon mal zu mir passen. Dann geht Anforderung Raffinesse 1. Rang 1. Fernkampfschaden beim Schadensresistenz beim Ausweichen. Na, das ist auch gut. Was haben wir hier? Elementschaden. 15% Nahkampfschaden, 20% Blockeffizienz. Ah, das ist natürlich auch gut. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Was kommt da unten noch so? Das ist alles noch nicht freigeschaltet, was da unten steht, nehme ich an. Da kommt noch einiges. Dann nehme ich für den Anfang den Zenger. Oh. Was hat das zu bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Sag mir noch was über Aden. Ihr findet Adens kleine Karte mitten in Jolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber. Aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Verstehe. Ja gut. Stimmt mein Schicksal nicht? Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Okay. Also, Ade. Was könnte das alles nur bedeuten? Questgeber! Questgeber! So ein fettes Fall. Der hat vielleicht wirklich noch was für mich, oder? Ihr seid also noch hier, hm? Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ob ihr wissen wollt, was die Karten zu sagen haben. Richtig? Ja, du hast so ein fettes Fragezeichen über deinem Kopf, deswegen hast du noch was für mich. Muss ich doch diese Dinger durchgehen, um sicher zu gehen, Schicksalsweber? Die Schicksalsweber waren einst ein bedeutender, geeinter Orden aus Weisen sämtlicher sterblicher Völker. Wir haben die Schicksale von Königen und Göttern vorhergesagt. Doch diese Macht hat einen Preis. Niemand mag schlechte Neuigkeiten, aber leider bleiben sie in einer Welt, die immer unsicherer wird, nicht aus. Also hat sich der Orden schon vor langer Zeit zersplittert. Jetzt sind die alten Traditionen nahezu verloren.
Und alles, was ich noch vorhersage, ist das Schicksal meines Bieres. Und ich sehe voraus, dass es bald leer sein wird. Das ist nicht gut. Das ist das Besondere, wenn man sich verskillt, kann man seine Karten von einem Schicksalsfeber zurücksetzen lassen und errungene Perks neu verteilen. Du kannst einen vollwertigen Schurken skillen, eben abschwören, alles. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das vor 11 Jahren noch ziemlich revolutionär war, ne? Ich war früher, ja, eigentlich ist es ein guter Wandel, ne? Also früher war es ja vermehrt so, dass man eben, ne, dass man sich verskillt. Und mittlerweile sind die Rollenspiele ja so getrimmt meistens, dass man sich gar nicht mehr verskillen kann, weil man es irgendwie resetten kann. Das wurde ja mittlerweile schon fast zum Standard, möchte ich behaupten. Aber vor 11 Jahren war das bestimmt noch kein Standard. Von daher, ja, coole Sache. Und es ist natürlich storytechnisch, darum von wegen eigenes Schicksal ändern und so, ist das natürlich schön eingeflochten, das Feature. Das muss man zugeben. Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen, doch das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht bekämpfen konnte. Hughes war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen über seine Arbeit reden. Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte, dass der Quell funktioniert. Nochmal zum Schicksal. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals. Abgemessen, eingewoben und zurechtgeschnitten, um in einen Gesamtentwurf zu passen. Die Aufgabe der Schicksalsweber ist es, diese Fäden zu deuten. Unser Titel war immer eine grausame Lüge, denn wir haben keinerlei Kontrolle darüber, welche Form das Gewebe annimmt. Ihr jedoch schon. Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen, wozu euch eure Entscheidungen machen könnten. Die Tuatha sind anders als alle Feen, die ich je kennengelernt habe. Sie sind grausam, blutrünstig und wild. Sie sind im Grunde wie Menschen. Jetzt sind wir alles durch. Was könnte das aber alles sein? Er hat immer noch Fragezeichen auf dem Kopf. Warum? Das verwirrt mich. Es wirkt so, als hätte er noch was für mich. Aber vielleicht löst sich das Fragezeichen dann, wenn wir dort sind, wo wir hin sollen. Weil da treffen wir uns, ja. Er ist auch auf der Map, ne, das Fragezeichen. Das irritiert. Erste Nebenquest findest du beim ersten Dorf, okay. Ja, aber sein Fragezeichen. Ja, okay. Blutaugen. Die Legende vom toten Kehl. Was ist das? Erhalten. Rekrutierungsschreiben mit Flotte. Okay. Was ist das? Ein Teleport? In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten, doch größer als die ihren nicht. Olaen, die Reine, die Lady des Lichts, Ritterin des goldenen Astes, Heilungssuchende, Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihe. Ah ja. Da brauchst du keinen Baden mehr. Ich sollte dann mal gucken. Persönlich würde ich es bevorzugen, wenn Apple wieder etwas werden mit Synergien aus Klassen, Attributen, Fähigkeiten statt austauschbarer Stufenpunkte.
wuchernden Perktrees, sich zu überlegen, wen und was man steuert, wird für mich zum Spielerlebnis. Aber ich bin eh komisch. Nö, kann ich verstehen, Pandera. Kann ich absolut verstehen. Ich finde beides attraktiv. Ich meine, wie in so einem Fall, dass man halt alles Mögliche mal ausprobieren kann. Gerade wenn ein komplexes Rollenspiel, zum Beispiel bei Elden Ring, fand ich das auch ganz cool. Da habe ich ja grundsätzlich Magier gespielt. Aber dass ich dann einfach mal die Möglichkeit hatte, komplett umzuskillen auf einen Schurken, wenn man es so nennen möchte, war auch interessant. Aber es hat auch so, wenn es festgelegt ist, mag ich das eigentlich auch. Oder mit Synergien dann noch, so wie bei Diablo 2 damals. Es hat sich schon damals komisch angefühlt, als man das bei Diablo dann zurücksetzen konnte. Nach dem Motto, was? Wo doch damals jeder so erpicht drauf war, dass man das zumindest in der Szene, wo ich war, 100% richtig gut skillt. Und dann kam auf einmal so eine verweichlichte, wie kannst jetzt alles zurücksetzen? Was soll denn das? Weil ich glaube, bei Diablo 2 konnte man das nur einmal pro Spieldurchgang machen, wenn ich mich nicht irre. Durch eine Quest, glaube ich. Aber nun gut. Ja, ich bin da eigentlich relativ offen. Aber im Grunde finde ich es gut, wenn sie einem die Freiheit ermöglichen. Denn selbst wenn man darauf nicht steht, man muss sie ja nicht nutzen. Man kann sich ja auch trotzdem auf was festfahren, ne? Öffentlicher MP3-Player. Ein bisschen groß geraten. Fragezeichen hat mich, so meine ich, auch immer gewundert. Okay. Speichern fallen quasi Geschichten, Erinnerungen. Ja, das finde ich auch. Das fand ich jetzt auch gerade ganz cool. Ich habe erst gedacht, das ist so ein typischer Teleportstein. Aber ich glaube, wir sind im Dorf angekommen. In Gorhard. Jetzt kannst du über deine Weltkarte... Ah, da ist die Schnellreise. Alles klar. Dann brauchen wir auch keine Teleportsteine. Mhm. Ja. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Hallo. Das ist Artwold. Was ist hier geschehen? Hallo. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Was ist hier passiert? Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Wer hat das Mädchen angegriffen? Das ist schwer zu sagen. Wir wurden tagelang von der Roten Legion heimgesucht, aber die greift die Feien normalerweise nicht an. Sie bevorzugt sterbliche Opfer. Falls ihr es noch nicht wisst, in den Wäldern im Westen wurden Tuatha gesichtet. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Allerdings eine unwahrscheinliche. Ich möchte helfen. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf Eri, kenn ich. Über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Mhm. Ich lasse jetzt mal die Nebengespräche ganz aus. Wo finde ich Eri? Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl.
Okay. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Ja, mal gucken. Erstmal checken, wie die Schenke hier ist. Jo. Sieht ja cool aus. Ja, das sehe ich mich lieber vor. Hallo. Nehmt euch vor der Roten Legion in Acht. Am besten schlaft ihr immer mit dem Schwert an eurer Seite. Das werde ich tun. Alles klar, Max, viel Spaß bei Ishin. Willkommen. Ja, moin. Rika. Willkommen in Gorhard, der letzten Siedlung vor den Feinlanden. Wie kann ich euer Gepäck heute füllen? Gibt's hier später irgendwann mal so ein bisschen Romance so? Kann man irgendjemanden daten oder so? Irgend sowas? Sowas mag ich immer. reden wir über Rika. Ich? Ich bin nun schon seit 5 Jahren verwitwet. Die Tuata haben mir all meine Männer genommen. Meine beiden Söhne, meinen Bruder und meinen geliebten Avery. Dieser Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Verstehe. Die Alfar und die Tuata gehen sich inzwischen schon seit fast einem Jahrzehnt gegenseitig an die Kehlen. An den Grund dafür kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Und ich frage mich, ob diese Narren es noch können. Sag mir noch was über die Rote Legion. Oh, ich bezweifle, dass sie eine organisierte Gruppe sind. Wahrscheinlich ist es einfach nur irgendein verängstigter Idiot mit einem Messer. Ich habe zwar gehört, wie jemand im Dorf von der Roten Legion gesprochen hat, aber das kann unmöglich wahr sein. Ihr findet es an einem kleinen See nahe der östlichen Straße. Verglichen mit Gorhard könnte man Didenhill beinahe als Stadt bezeichnen. Ah ja. Wiedersehen. Moment, Moment. Einkaufen wollte ich noch. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Maybe. Ah ja. Oh, ich habe aber erst 371. Exodierender Langbogen. Kann man da nicht vergleichen? Beispielsweise 19 Angriffskraft hätte der. Und dann kommen noch so Sachen dazu wie Körperschaden durch. Achso, so setzt sich der Schaden zusammen, ja klar. Mhm. Na, doch stolze Preise, ne? Da werde ich mir erstmal nichts gönnen. Wiedersehen. Und später ein Haus kaufen. Okay, das ist auch schon mal cool. Aber dann will ich auch heiraten können und Kinder zeugen können. Ja, dann wären wir wieder bei Fable. Ich weiß, ich weiß. Oh. Warte mal, kriege ich Beef, wenn die das... Ja gut, probieren wir doch. Und Puff muss auch sein, genau. Okay, Schlösser knacken. Vielleicht kann es gerade leicht. Schlösserkunde 2, aber komm, ich hab Dietrich. Das kriegst du doch hin, oder? Mit Dietrich. Okay, wie geht das jetzt? Immer diese Dietrich-Spiele. Die bleiben einem nirgendwo erspart. Verwende R, um den Winkel des Dietrichs anzupassen. Verwende L, um den Schieber zu bewegen. Befindet sich der Dietrich im richtigen Winkel, öffnet sich das Schloss. Ansonsten kann der Dietrich zerbrechen. Ja, super. Es ist einfach Try and Error. Moment. Da höre ich da einen Unterschied. Okay, da hatte ich anscheinend Glück. Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Gehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden Wachen auftauchen, um dich aufzuhalten. Ja, okay, es ist eins dieser Spiele. I see. Einmal probieren musste man es ja. Die unter angezeigte Prozentzahl gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass du ertappt wirst, wenn du versuchst, die einzelnen Gegenstände zu stehlen. Sei vorsichtig. Aber in Hogwarts durfte ich das immer machen. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir es schon getan. Jetzt kann ich auch alles berauben, oder? Ist jetzt auch. Achso, 65%. Ist mir hier überhaupt was wichtig?
diese Stulpen probiere ich mal. So, ich will es jetzt nicht übertreiben. Vielleicht bin ich auch schon entdeckt worden, aber ich glaube nicht, ne? Sonst würde das hier ja abbrechen. Verbrechen begann. Ne, sie haben es anscheinend gemerkt. Oh, shit. Halt. Ah, das habe ich jetzt verdient, ne? Ja, komm, ich gehe ins Gefängnis. Aber dann nehmen wir die Sachen weg, ne? Aber widersetzen will ich mich nicht. Vielleicht bezahle ich auch einfach für meine Strafe. Lasst euch ja nicht nochmal dabei erwischen, dass ihr Ärger macht. Lebt wohl. Okay, Verbrechen gelöscht. Hast du mich jetzt, oder ist das vergessen? Ja, was benötigt ihr? Alles vergessen. Wiedersehen. So, dann kann ich ja wieder an deine Kiste. Nee, Spaß. Mir ist lieb. Okay, cool. Ja, wo Dietrich Dresden dann versucht aufzumachen. Ja, aber ich finde. Ich meine, in wie viele Richtungen konnte ich den jetzt drehen? In 6 oder 8 verschiedenen Richtungen? Das sind mehrere Richtungen ein Treffer, weil ansonsten brechen mir da normalerweise ständig die Dietrich ab. Boah, ich darf mir hier nichts angucken, ne? Das gilt sofort als Plündern. Ganz schön streng. Schmiede darf ich aber nutzen, wenn ich will. Schmieden kannst du mit Hilfe der Schmiedekunst eigene Waffen und Rüstungen herstellen. Ah ja, okay, habe ich jetzt aber soweit ich weiß nicht geskillt. Das darf ich aufmachen? Okay, anscheinend das darf ich mir nehmen, okay. Beziehungsweise vielleicht hat da gerade keiner hingeguckt. Das gilt wieder als Stehlen. Aber hier ist doch niemand. Oder? Moment. Das merkt doch niemand. Wenn keiner da ist. Moment, das will ich testen. Ja, deswegen auch 0%. Alles mitnehmen. Verstehe. Ach, dann waren das 65%, dass ich entdeckt werde. Ich hab's falsch schon gedacht. Na, egal. Ich hätte es trotzdem probiert. So. Okay, interessant. Geh da nochmal raus. Ein Mensch mit Fragezeichen. Oh nein, die summieren sich, die Fragezeichen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir werden die Weltherrschaft an sich reißen. Los, ruf die Ausrufezeichen. Ich bin an so viel Aufregung nicht gewöhnt. Es war schwierig genug, sich in Kriegszeiten an alles anzupassen. Und jetzt müssen wir in unserer eigenen Heimat auf der Hut vor den Tuata sein. Was soll nur aus dieser Welt werden? Ich war die große Liebe eines Müllers, die dann die Frau eines Müllers wurde. Und nun bin ich die Frau eines Soldaten. Es ist meine Pflicht, für meinen Liebsten und all unsere Männer an der Front Wache zu halten. Mist, die ist schon vergeben. Schnell weg. Wiedersehen. Brief am Grab. Barry, ich kam nach Gorhard, um nach der Euren zu sehen. Vika ist genauso wunderbar, wie ihr sie beschrieben habt. Und doch ist sie nur noch ein Schatten. Sie vermisst euch, mein Freund. So wie wir alle. Ich werde über sie wachen, da ihr es nicht mehr könnt. Ach so, so lief das ab. Ah ja. Und ich werde euch oft besuchen. Verflucht sei dieser Krieg. Wer hätte gedacht, dass ich zu seiner Mission kommen und ein Gefängnis gegen ein Kloster tauschen würde? Wären wir doch nur beide entkommen. Aber die Gitter waren zu stark, die Tuata zu grausam. Euer Waffenbruder Mason. Alles klar, Mason. Warum habe ich den Brief an mich genommen? Ich bin so böse. Schluss mit dieser Unterdrückung. Was ist denn hier los? Schluss mit den Lügen. Schluss mit der spirituellen Überheblichkeit und dem Anspruch auf Überlegenheit. Mitaru urteilt nicht, sondern liebt.
Die Mauern von Sankt diese Ode Handbewegungen. Auf einem Fundament sie ist voll dabei. Und Hass errichtet. Wie sonst wollt ihr ihre Angst erklären? Sie wissen, dass die Mauern einstürzen werden. Ah, die ist voll dabei. Schluss mit dieser Unterdrückung. Es hören ja auch verdammt viele zu, ne? Schluss mit der spirituellen Überheblichkeit und dem Anspruch auf Überlegenheit. Hallo. Was ihr auch tut, meidet die Mönche von St. Odwig. Sie lügen und verbreiten falsche Lehren. Ihr Licht der Hoffnung taucht euch in Schatten. Schwester Zelda, erinnert mich irgendwie an die militante Veganerin. okay, Schwester Zelda. Es ist der Name, den ich wählte, als ich mich selbst in den reinen Wassern Mitarus taufte. Okay. Ich habe mich dem Weiheritual unterzogen und besitze dieselben Rechte wie jeder Mönch. Wisst ihr es denn nicht? Sie ist weniger eine Mission als vielmehr eine Festung der Täuschung. Eine Zitadelle der Lügen. Sie wirft ihren bedrohlichen Schatten auf ganz Gorhard. Vater Dünwell wird versuchen, seinen Glauben zu verteidigen. Aber er ist einfach nur ein Soldat, der Befehle befolgt. Keiner von ihnen denkt selbstständig. Okay. Irgendjemand aus diesem Dorf hat ihr Unrecht getan. Aber ich verstehe, wie es dazu kommen konnte. So wie sich Gorhard darstellt, sollte man eigentlich annehmen, dass es ein netter Ort ist. Man darf eben niemals dem Schein vertrauen. Ein Dating-Format vom Drachenlord und der militanten Veganerin? Oh mein Gott, die würden sich gegenseitig umbringen. Er wäre ein guter Mann, wenn er nur über die Beschränktheit seines Glaubens hinwegblicken könnte. Mitaru heißt alle willkommen, nicht nur jene, die die Kirche als würdig erachtet. Wenn derartige Geschöpfe nicht Teil des Plans der Obrigkeit wären, würden sie in der Natur nicht existieren. Punktum. Mitarus göttliche Ordnung herrscht über alles. Der eine zuhört. Ah ja. Und da geht sie wieder ab. Sie schlägt mich weg. Oh Mann. Gasthof war hier. In den Brunnen darf ich nicht steigen. Was ist denn hier eigentlich? Die Alchemie des goldenen Zeitalters. Oh, hallo. Da, einer. Dieser Ausrufezeichen. Muss mir helfen. Nanne, Henri. Ihr da, ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Welche Symptome? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe, wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Wer war euer Lehrling? Sein Name war Kart Hilfred. Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Was ist die Formel? Es war eine frühe Version, instabil und potenziell sehr gefährlich. Ich möchte eine Waffe entwickeln, mit der die Alpha gegen unseren gemeinsamen Feind die Tuata vorgehen können. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich meine Geheimnisse. Nur so viel. Es hat etwas mit Verletzungen, Kröpfen und jeder Menge Eiter zu tun. Ich werde euch helfen. Glaube ich. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist.
Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhad. Sobald ihr Kard in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Okay, wo ist Kard? Er hat immer von der Zeit erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnur-Fahal der Erati-Ruine lebte. Man sagt, es soll dort spuken. Aber die Leute sagen vieles. Spuk mag ich. Einkaufen. Ah ja, klar, die Ertränke. Macht natürlich Sinn. Ade. Wiedersehen. Gute Synchro, ne? Soweit. Also die Stimmen. Haben sie schön gewählt hier. Angenehme Stimmen. Kann man nicht sagen. Aber nun gut. Ja, wir sind, wir haben die 2 Stunden fertig, werde Freunde. Es war ein schöner Einblick. Ihr seid ja zurück. Wie schon gesagt, ist jetzt nicht so vom Ersteindruck jetzt so überkrass für mich. Aber wenn man bedenkt, dass das Spiel auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Game, ne? Und ja, das mit dem Skillsystem dort scheint auch noch sehr umfangreich zu sein. Das haben wir jetzt auch nur angekratzt, ne? All die Schicksal und so, das ist ja natürlich jetzt nicht viel, was wir gesehen haben, aber das scheint noch eine sehr umfangreiche Sache zu werden, wenn man sich das so anschaut. Wirkt auf jeden Fall ganz nett. Kann verstehen, dass das sehr beliebt ist hier auf jeden Fall. Zur Story und so kann ich halt noch nicht zu viel sagen, ne? Also es wirkt bis jetzt noch sehr generisch und so. Aber das ist ja am Anfang meistens so. Ja, war auf jeden Fall mal ein interessanter Wunsch. Danke dafür, Nincat. Dass da mal wieder was anderes gespielt wird. Wie sonst so. So. Ja, und das hast du mit deinem Wunsch perfekt geschafft, den Cat. War ja ein interessantes Reinschauen auf jeden Fall, ja. Interessantes Spielchen auf jeden Fall. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt und es bis, so wie ich, bis dato noch nie gespielt habt, dann kann man das nachholen, wenn ihr Plus-Mitglied seid bei Sony. Dann kann man diese Version umspielen, aber es gibt es auch auf allen anderen Plattformen für wenig Geld, meine ich mal. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Aber anscheinend bin ich eh der Einzige, der es bis jetzt noch nicht gespielt hat. Ging einfach komplett an mir vorbei. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch bei den West-RPGs nicht so hinterher, muss ich sagen. Beziehungsweise, ja, halt sehr, sehr wählerisch. Okay, cool. Wir machen eine kurze Pause, Leute. Und dann wechseln wir rüber zu Mad Games. Da werden wir wieder krasse Spiele entwickeln und wahrscheinlich eine Konsole. Zumindest glaube ich, dass wir kurz vor einer Konsolenherstellung sind. Und es werden weitere Element-Features dazukommen. Deswegen ist heute Pandera selbst wieder Gast.